So, willkommen zurück. Wir steigen gleich ein, mitten im Kampf gegen kreischende Harpien. Mein Gott, was für eine unglaubliche Action hier gibt in meinem Rollenspiel, in meinem Let's Play. Die Harpie hier steigt mir gerade zu Kopf, wie ich sehe, genauso wie die Blutfliegen früher. Na komm. Aber krieg ich die jetzt ordentlich, oder? Dann muss ich halt den Bogen nehmen, das ist wohl kein Problem, schätze ich mal. Oder ich fliege erstmal diese Harpie hier tot. Und komm an diese hier einfach mal nicht ran. Lester, kannst du die irgendwie kriegen? Schön, ich kann dich anvisieren, aber sie nicht. Toll. Doch, jetzt. Ach, verdammt. Zu spät reagiert. Na, komm her. Verdammte Kackharp hier. Na, jetzt läuft's doch. Jetzt läuft's doch. Ich hab prima. Ist schon wieder eine. Mein Gott, wie viele sind denn hier nur? Wieso hab ich mir den Bogen gezogen? Ist das Schwert, was ich eigentlich wollte? Gut. Was haben wir denn hier? Wir haben hier ein Skelett. Was nichts macht, was Skelette halt so tun. Schön. Gucken wir doch mal hier rein. Und ziehen wir am besten mal das Schwert endlich mal. Ja, auch hier ist ein Skelett. Was nichts macht, was ebenfalls Skelette halt so tun. Gut. Nochmal kurz zwischenspeichern, bevor uns hier irgendwas Schlimmes erwartet. Da hinten sind Regale, aber das werden wir gleich erkunden. Oh, super. Ewig altes Bier. Schlapp. Und eine verwitterte Axt. Und wahrscheinlich verwitterte Schwerter und so einen ganzen Mist. Ist egal, ich nehme das alles mit. Rostiges Schwert. Eine Handaxt. Ich würde es einfach ein Beil nennen, aber gut, Handaxt geht ja auch. Hier ist ansonsten scheinbar nichts. Die Regale sind alle ausgeräumt worden. Okay. Und was ist denn hier so? Das Skelett. Und eine Harpie. Noch eine Harpie. Aber das ist kein Problem für uns. Na komm her. Und bist du auch schon da? Natürlich bist du auch schon da. Was für eine blöde Frage. Entschuldigung, Esther. Du hast mich doch noch lieb, oder? Prima. Du bist ja eh unverwundbar scheinbar. Finde ich übrigens sehr, sehr gut. Kann echt helfen. Eine Truhe, ein Kessel und ein Hebel. Hm, da freut sich mein kleines neugieriges Herzchen, aber gut. Das bedeutet, wir kauen Kräuter. Zweimal genau genommen. Dann werden wir speichern und alles mal ausprobieren. Ich drücke ja überall drauf und ich ziehe an jedem Hebel mal. Das macht unglaublich viel Spaß. Weil ich so furchtbar neugierig bin. Die ist unverschlossen, oder? Ja. Ein Dietrich, zwei Bier, super, ein Knüppel, eine Fackel und ein Truhenschlüssel. Alle Berg... Was? Alle, alte Bergfestung. Ein rostiger alter Schlüssel, der zu einer Truhe gehört. Okay. Ich dachte, was ist denn alle Bergrüstung? Hat einen Hebel und zwei Bücher. Ich lese mal die Bücher. Buch. Ja. Super. Funktioniert ja hervorragend. Und das? Ah, ja, ein bisschen belesen tun und wieder zurückblättern, weil da das Bild auf der Seite war, ganz links, wie ihr gesehen habt. Da. Gut, denn mein Held kann gar nicht lesen. Aber wir ziehen am Hebel, das kann der Held. Und jetzt ist irgendwas passiert und Lester kriegt schon wieder einen Koller. Ach, alles Skelette. Oh, ich hätte ja schon eine Weile nicht mehr. Wo ist ein Milch, was ich brauche? Gott. Lester geht ja auch. Ja, prima. Nehmen wir eine verwitterte Axt noch an uns und noch eine verwitterte Axt. Und was ist jetzt wieder zur Seite getreten oder zur Seite geschoben worden? Ich nehme an, das muss ein Bücherregal gewesen sein. Ah, da hinten. Okay, ein Alchemielabor. Wie interessant. Kann man hier irgendwas machen? Ein bisschen was kaputt machen oder Poff machen. Ja, Poff machen will ich. Lustig zischeln und brubbeln alles machen. Ja, wunderbar. Ein Trank. Und noch ein Trank. Und wieder ein Trank. Und ein Skelettchen. Aber das überlasse ich auch mal Lester. Weil das, der kriegt es offenbar sowieso wesentlich schneller gebacken als wir, weil er eine coole Keule hat. Wie nur ein verdammtes Schwert. Gut. Und wieder eine Truhe. Sogar zwei. Geh auf. Extrakt der heilenden Kraft zweimal. Essenz der heilenden Kraft viermal. Und
Lebensenergie Plotus plus 100 Extrakt. Oder was auch immer. Weiß nicht. Prima, prima. Dann stocken wir praktisch jetzt unsere Heiltrankvorräte auf. Und hier kriegen wir das gleiche nochmal in Mana scheinbar. Moment, hatte das eine so eine lustige Umrandung? Und ich glaube, diese Umrandung-Dinger, also diese Flaschen, die so eine Umrandung haben, sind dauerhafte Effekte. Mana-Bonus 70. Nee, alles gut. War nur ein Versehen meinerseits. Kann man hier irgendwas machen? Ich werde mal kein Alchemie 1 lernen oder sowas. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass man bei Gothic irgendwie Alchemie lernen kann. Spätestens zum Beispiel, um diesen Trank von Korkalom zu brauen. Das kann man zumindest. Gut, ansonsten ist das hier völlig sinnlos gewesen. Aber ein lustiges Gimmick. Warum nicht? So. Weiter geht's. Ich frage mich, ob es jetzt langsam mal irgendwo hochgeht. Ja, vielleicht hier. Eine Kette. Okay. Da bin ich ja mal gespannt. Und auch etwas ängstlich, wie ihr seht. Also ich wage mal zu bezweifeln, dass ich einfach so hochgehen kann, mir den Fokus steigt, kralle und dann wieder runtergehen kann. Das glaube ich einfach nicht. Wahrscheinlich ist irgendein Untotenchef wieder da, der Fürst. Und wir müssen ja auch noch die komische Urkunde finden für den Lester, damit er nicht weint. Damit er auch in seiner Zeit nach der Kolonie finanziell abgesichert ist. Hier ist erst noch eine weitere Etage, die man besuchen kann. Lester ist jetzt unten, schade. Das heißt, wir müssen mit Skeletten und eventuell anderen Furlefanz ein bisschen aufpassen. Und da oben liegt irgendwas. Ach so, da stimmt, da oben liegt der Fokusstein. Ja, aber wie kommen wir jetzt da hoch? Ah, später. Wahrscheinlich ergibt sich dann ganz am Ende des Levels oder ganz oben am Turm die Lösung dafür. Und diese Truhe ist zugeschlossen. Okay, links. Schade. Rechts. Nochmal rechts. Weder links noch rechts. Ja, dann brauchen wahrscheinlich Fähigkeiten Stufe 2, die ich nicht habe. Kommt man hier hoch? Möglicherweise. Aber ich kann auch einfach da hochklettern. Mit dieser wunderschönen Leiter, die ich da irgendwo entdeckt habe. So, einmal rechts, einmal links. Gibt es links auch Harpien? Nein, aber rechts. Das ist okay. So, die sind auch ohne Lester relativ einfach. Es sei denn, sie schweben wieder in meinen verdammten Kopf, ey. Ich fasse das nicht. So, es kann mal gleich mal 5 Harpien sein müssen oder so. Das nervt ja schon ein bisschen. Da kommt wieder das uralte Problem von Gothic zu tragen. Dieses, Gegner können noch so einfach sein, wenn sie in Schwärmen auftreten. Die nerven sie einfach unglaublich. Und zwar so sehr, dass ich mittlerweile schon mal so einen Trank nehmen muss. Schluck. Und auch nochmal so einen Trank. Schluck. So, jetzt interessiert mich doch mal, was eigentlich die Harpien bewacht haben. Einen weiteren verwitterten Raum. Mensch, wie toll. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Nein. Nur Kessel. Nicht einfach mit was Bunten drin. Haha. Okay, und der gegenüberliegende Raum. Vielleicht wollen wir auch nur ablenken von irgendwas. Ha! Oh. Ich gehe kurz mal ein Stück weg. Und kann die Harpien hoffentlich dann. Offensichtlich. Cool, das ist ein neues Wort. Das kann ich ja merken. Hoffentlich. Ich kann sie hoffentlich alleine rauslocken. Oder einzeln zumindest. Die hängt schon wieder in meinen Kopf. Das ist lustig, dass die Stimmen ganz anders klingen, wenn sie über mir schweben. So, aber dann, wenn sie halt sterben, kommt dann dieses hohe Kreischen. Sehr lustig. Das will ich kurz mal demonstrieren. Los, komm. Wirrup. Die hängt sowieso schon wieder in meinen Kopf. Ja. Na komm, runter. Na komm. Ja, wunderbar. Komm, lass dich ein bisschen klatschen. Ein bisschen mit dem Schwert streicheln. Ach komm. Du weißt doch, dass du viel zu schwach bist, um mich zu besiegen. Jetzt halt auch ein bisschen deine Rolle hier in deinen Part. Hat das Drehbuch nicht gelesen. Verdammte Amateure. So, ist denn sonst noch jemand oder irgendwas außer diese komische Truhe? Und diese Regale sehen so riesengroß aus, dass sie schon fast wieder verdächtig sind. Eigentlich müsste irgendwo ein Hebel sein, aber na gut. Mal aufmachen.
202 Erz. Ja, schön. Ich meine, schön, dass es Erze gibt, aber... naja... Ob es das jetzt gelohnt hat, ist eine Frage für sich. Vielleicht bin ich aber immer nur zu gierig geworden mittlerweile. Früher habe ich mich ja mittlerweile über jeden Erzbrocken gefreut, den man so bekommen hat. Aber jetzt gerade fand ich das ein bisschen lahm für die Zeit, die man verbracht hat. Und, ich suche eigentlich leider gerade nach oben. Weiter, hallo. Hier geht es, glaube ich, nach draußen, genau, und hier im Leiter sein. Nee, hier geht nur die Leiter nach unten. Also müssen, nein, doch, hier geht es auch nach oben. Wunderbar. Ich glaube, diesen Fehler habe ich schon mal begangen, irgendwann, als ich früher mal gespielt habe. Bin ich ewig irgendwo rumgelaufen und habe einen Aufgang nach oben gesucht, habe irgendwie versucht, irgendwann am Turm. Am Turm lang zu klettern. So außen. Bis ich endlich diese blöde Leiter entdeckt hatte. Ich glaube, da war ich schon in der zweiten Etage drin oder so. Ich bin irgendwie ein Fenster reingekommen, glaube ich. So, kommst du jetzt auch da hoch? Nee, kommst du nicht. Ja, toll. Dann probierst du, glaube ich, wieder mal von außen. Schön, wenn das Spiel nicht so gebuggt ist. Meine Güte, ey. Ja genau, ich bin hier irgendwie doof hochgesprungen. Nicht doof, total geschickt. Wie ein Wiesel. Oder ich bin hochgelaufen, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich hier hochgekommen. Und bin auch diverse Mal so gestorben dabei. Weshalb wir uns erst in der nächsten Folge wahrscheinlich sehen, wenn ich dann das geschafft habe, dort hochzukommen. Wir sehen uns. Bis denn dann. Tschüss.